glimpse of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ich mache mich jetzt wieder mal an die, ja, die Sommerquests bei Tim Hooper hier beim Fort Pinter Strandbetrieb. Und ich habe die kleine Summerkiste dabei. Sie ist so süß. Ich muss sie unbedingt mal mehr reiten. Sie ist ein Jorvikisches Pony und man kann sie in Golden Hills kaufen. Ich finde sie einfach nur so unglaublich schnuffig und knuffig. Ich muss sie echt mal wieder mehr reiten. Generell, die Ponys sind eigentlich total süß. Und, da leckt jemand. ich habe sie letztes Jahr schon dabei gehabt. Und ich möchte gerne auch dieses Jahr wieder mit ihr hier die Strandquests machen. Ich bin auch so ein bisschen strandmäßig angezogen. Und bis auf die Reithose, aber gut. Ich würde sagen, wir reiten jetzt mal da hinten hin. Und machen die diesjährigen Aufgaben, die diesjährigen Quests. Ich muss nochmal gerade gucken. Ich glaube, ich muss ein ganz klein wenig die Musik lauter machen. So, Musik ist lauter. Ich hoffe, man hört sie jetzt etwas besser. Das ist mal so eine Gratwanderung, weil ich sie nicht ganz laut machen möchte, aber auch, nicht so leise, dass man sie nicht hört. So, ich würde sagen, wir fangen vielleicht heute mal bei Kylie Summer Breeze an, beziehungsweise dieses Jahr. Denn diese Quest hier mit diesen chinesischen Laternen, die ist ja neu reingekommen. Die sieht super cool aus, die Kylie. Er hat hier so eine Bob-Frisur, aber keinen Bob, wie man ihn, oder? Oder sieht er? Nee, es gibt genauso einen Bob, gibt es glaube ich gar nicht beim Friseur. Es gibt schon auch Bobs, aber nicht so. Das wäre mal cool, wenn es so eine Frisur gibt, die das Auge so ein bisschen auch verdeckt. In der Länge gefällt mir. So. Kylie Summer Breeze. Hallo. Du fragst dich, was für Laternen hier hinter mir hängen? Wie toll, dass du an ihnen interessiert bist. Ich verkaufe hübsche Himmelslaternen in jeder erdenklichen Farbe. Seit vielen Jahren ist die Herstellung von Himmelslaternen ein Hobby von mir. Aber jetzt habe ich vor, diesen Laden zu eröffnen, um sie zu verkaufen. Ich muss nur genug Kunden gewinnen. Du willst mir helfen, Kunden zu finden? Das wäre toll. Ich war gerade dabei, eine Himmelslaterne in den Himmel aufsteigen zu lassen. Aber du kannst es gerne übernehmen. Ich denke, das wird weitere Kunden anlocken. Um sie aufsteigen zu lassen, nimm diese Laterne und finde eine ähnliche Laterne, die hier hängt. Die Laternen sind doch nirgendwo glücklicher als im Himmel. Natürlich, besonders gut sieht es dann bei Nacht aus. Meine Nase kribbelt. Was? Anforderung erfüllt? Okay. Vielen Dank, Dina. Es sieht so hübsch aus, wenn sie so am Himmel schweben. Ich wette, wir haben alle auf uns aufmerksam gemacht. Nimm diese Himmelslaterne als Dankeschön. Mein Rucksack ist voll. Oh nein. Ich habe ganz viel Krams hier drin. Ich habe nicht aufgeräumt. Die Goldschleife, die kann ich tatsächlich verkaufen. Das machen wir mal gerade. So, und hier ist jetzt eben auch der Stand wieder vom Fort Pinter Sommerbetrieb. So, hier, da, die kann ich verkaufen. Warte mal, ist es der hier? Yeah. Der Rock ist süß, aber ich bin ja nicht so der Fan von Rücken in Star Stable. Die Schuhe hier, die sind tatsächlich sogar gut von den Werten her. Die sehen eigentlich ganz, ganz lustig aus. Freundlich mit Fort Pinter Strandbetrieb. Genau, also dieser Shop hier ist ja nicht immer da. Summer. Das ist auch cool, das Shirt. Aber nicht Chumpy-tauglich. Das mit Brille. Ei, 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 ei. Eine kurze Hose, die eigentlich ganz cool ist. Die sind ein bisschen kitschig. Die ist auch. Den Hut habe ich auch von hier. Das hier ist schön. Das ist auch Chumpy-tauglich. Oh, 8850. Muss ich mal gucken, ob ich das gleich noch zusammenbekomme. Oh, ja. Weißes Wasserzaumzeug. Muss ich mal gucken, das sehe ich von hier vorne gar nicht. Guck mal, das ist günstig. Das ist total günstig. Und es ist Chumpy-tauglich. Wisst ihr was, da überlege ich gar nicht lang. Das nehme ich direkt mal mit für Schillinge. Jetzt habe ich das Inventar wieder voll. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Ich bin wirklich ein Idiot. Das gibt es doch nicht. Wie dumm kann eine einzelne Person bitte sein? Ja, die sind alle gut. Auch das hier günstig und Chumpy-tauglich. So, die Brille hier schon eher cool. Boah, 198.
Da hupen sie direkt, wenn ich so eine Brille aufsetze. Die ist schon wirklich cool. Die ist schon wirklich stylisch. Ich überlege ja auch immer noch, ob ich meinem Charakter hier in Star Stable vielleicht doch eine Brille verpasse. Aber die schwarze, weil ich hier halt auch eine Brille trage. Ja, was habe ich denn jetzt noch, was ich verkaufen könnte? Gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Doch, das Heu kann ich verkaufen. Das kaufe ich mir sowieso neu, wenn ich es wieder brauche. So, weil jetzt kann ich nämlich das hier. Wow, die sieht schön aus, die Decke auf dem dunklen EVB. So, jetzt habe ich die bekommen. Vor Pinterstrandbetrieb auch nochmal 30 Rufpunkte. So, jetzt habe ich die bekommen, die Himmelslaterne. Und die kann ich jetzt hier auch steigen lassen. Vielleicht mache ich das mal bei Nacht und füge das irgendwo ein. So, Summer Kiss hat jetzt zwar gerade diese Western-Trense drauf. Es ist eine Frühlingstrense eigentlich, aber gut. Aber ich werde jetzt mal gerade schauen, wie sieht denn die aus, die ich eben gekauft habe. Ja, die ist so rosa-weiß. Also die ist jetzt nicht so richtig, die ist nicht so richtig weiß, obwohl sie ja weißes Wasserzaumzeug heißt. Ach so, Wasser wahrscheinlich noch wegen dem Blau. Okay. Sieht jetzt doch ziemlich kitschig aus hier so. Aus der Nähe. Aber steht hier eigentlich auch ganz gut. Ich pack die jetzt einfach mal drauf. Eigentlich ganz süß an ihr. So, ja, und hier ist er, der Tim Hooper, bei dem immer alles ganz easy und entspannt sein muss und locker und chillig und hast du nicht gesehen. So. Hey, Peace. Was los? An deiner Stelle würde ich ein bisschen chillen, den Enten beim Schwimmen zu sehen oder einen coolen Sommerdrink mischen. Oder wartest du auf das Strandrennen, das hier bald eröffnet wird? Du Mädchen, ich habe eine super Idee. Was hältst du davon, wenn du mir hier ein bisschen mit meinem Job hilfst und dafür darfst du dieses Jahr als Erste beim Wettbewerb mitmachen? Abgefahren, Mädchen. Dann kann ich in der Zwischenzeit meinen Sommerdrink vorbereiten. Du wirst sehen, der haut dich um. Wie du mir helfen kannst? Easy, easy. Nur kein Stress. Also, ich verkaufe hier nicht nur Drinks, sondern vermiete auch Badehandtücher an die Touristen. Wenn sie am Strand heimgehen, wenn sie am Abend heimgehen, kümmere ich mich darum, dass alle Handtücher gewaschen werden und am nächsten Tag bekommen sie super saubere, frische Handtücher. Abgefahren, was? Aber die Touristen nehmen es mit dem Zurückgeben der Handtücher nicht so genau und ich muss jedes Mal los und alle einsammeln. Kannst du die schmutzigen Badehandtücher für mich einsammeln, die die Touristen zurückgelassen haben? Abgefahren. Eieiei. Ja, der Tim Hooper. Konnte ich dabei auf dem Pferd sitzen bleiben? Ja, das geht. Ah, ist sie nicht cute? Ein kleines Prinzesschen. So. Okay, das noch einsammeln. Da haben wir aber viele, die einfach liegen gelassen. Hier, so jetzt nicht noch mit den Hufen drauf trampeln. So. Zack. Noch kann ich hier drüber reiten. Später geht das nicht mehr. Dann kommt hier nämlich eine Tanzfläche hin. Warte mal, habe ich ein Handtuch vergessen? Ah, hier hinten. Hm. Genau, und hier sind die... Oh, schön. Und da steigen sie dann auf. Schon süß. Vielleicht kann ich ja eine neue Szene davon auch in mein Intro nehmen. Dass ich nochmal eine Intro-Szene auswechsel. Aber dann wirklich bei Nacht. Wow, wie schnell du bist. Vielen Dank. Du bist echt abgefahren. Oh je. Dieser Tim. Okay, ich kann den Auftrag nicht annehmen, wenn ich auf einem Pferd sitze. Dann parke ich dich mal ein bisschen hier an der Seite, meine kleine Maus. Die Ponys sind so süß. Viele haben ja gesagt, dass sie sich wünschen, dass sie überarbeitet werden. Ich hoffe, dass wenn da irgendwas dran gemacht wird... Oh, ich wollte gerade ein Bild machen. Dann muss ich nochmal umparken. Ich hoffe, dass wenn da mal irgendwie was gemacht wird, dass ich... dass sie nicht komplett überarbeitet werden, sondern einfach ja, vielleicht als neue Modelle kaufbar sind. So.
Es war eben so ein schönes Bild, wie sie da stand. Aber jetzt hier hinten ist nicht so gut. Ich muss mal gucken, ob ich es jetzt vielleicht hier vorne wieder hinbekomme. Das sah so süß aus, wie sie da stand. So, vielleicht kriege ich das ja hier hinten mal noch irgendwie hin. Ich wollte da eigentlich ein schönes Thumbnail von machen, aber irgendwie, glaube ich, klappt das hier heute nicht mehr. Mal hier vor den Blümchen ist das doch voll süß. Ja, guck mal, sie hat genau die Blume hat sie hier oben am Zaumzeug stecken, wie sie hier auch an dieser Pergola ist. Voll knuffig. Mir fällt gerade auf, dass ich vergessen habe, da oben meine Lampe auf Monitor anzumachen. Deswegen kann es sein, dass mein Bild ein bisschen dunkel ist. So. Hey, danke für die Hilfe mit den Badehandtüchern. Jetzt müssen wir nur noch die neuen Handtücher austeilen, aber die müssen zuerst gefaltet werden. Die Leute stehen einfach mehr auf gefaltete Handtücher als auf gerollte. Keine Ahnung, warum das so ist. Hat wohl was mit Karma oder positiver Energie zu tun. Peace. Ja, wie auch immer. Kannst du mir helfen, die Handtücher zu falten? Abgefahren, du bist echt eine Coole. Der ist so... Der hat ein paar zu viele von seinen Drinks getrunken, glaube ich. So. Nicht hier mit den Pferden auf die frischen Handtücher draufstellen. Mensch. Da muss Tim sie direkt nochmal waschen hier. Danke, du bist echt geschickt mit dem Zusammenfalten. Du solltest mir öfter helfen, Dina. Ah. Nimm die Badehandtücher, die du so hübsch gefaltet hast, und leg sie auf die Sonnenstühle und Decken hier am Strand. Abgefahren. Ja, ich lasse jetzt, glaube ich, die Kleine einfach mal da hinten stehen. So. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Orte alle finde. Da hinten ist noch ein Platz, wo ich was ablegen soll. Gut, dass das hier nicht so ist, dass die Leute schon am frühen Morgen aufstehen und sich die Liegen mit eigenen Handtüchern sichern. Ah, ist so schön, der Oldenburger. Ich bin jetzt auch happy, dass ich endlich meine Storm-Melodie gekauft habe. Ich war ja wirklich schon Ewigkeiten an dem Oldenburger dran und habe ihn mir einfach nie gekauft. Und jetzt einfach zur Feier des Updates. So. Ah, es ist auch eine schöne Outfit-Variante hier. Sehr, sehr schön, was die Amadea Wolfride hier trägt. Gefällt mir, dass sie sich da ausgesucht hat hier für den Sommer. What? Das ging aber fix. Du bist echt eine ganz schnelle. Ein echtes Goldstück-Mädchen. Ja, Erfahrungspunkte bekommen wir dafür auch mal noch ein bisschen. Ich habe meinen alljährlichen Sommerdrink gemacht. Der ist gefährlich und einzigartig gut. Hier, du musst mal kosten. Ich mixe ihn aus Seegras, Meersalz und ein paar Bohnen. Das Ganze wird dann ordentlich mit Bananenjoghurt vermischt. Und schließlich muss alles für exakt 52 Minuten gerührt werden. 52 Minuten? Na komm Mädchen, sei nicht schüchtern, probier mal. Der Drink wird dich aus den Socken hauen. Ja, ich erinnere mich. Das war eines der ekelhaftesten Dinge, die du jemals getrunken hast. Dein Magen dreht sich um und... Oma, keine Ahnung, was da stand. So, auf jeden Fall sind alle Leute weg. Jetzt sind sie wieder da. Na, das war doch ein Geschmackserlebnis, was? Wenn ein Geschmackserlebnis hier das ekligste, was du jemals getrunken hast, bedeutet, dann hat Tim auf jeden Fall recht. Was ist los? Warum starrst du mich denn so an? So eklig war das wohl nicht, was? Es fühlt sich so an, als ob du in Ohnmacht fallen würdest. Ups. Was für ein Glück, dass du es nicht bist. Aber ich sag's doch, das war ein Geschmackserlebnis, was? Du hast doch bestimmt kein vergleichbares Getränk getrunken, oder? What? Machst du Witze, Mädchen? Du willst keinen Drink mehr haben? Okay, easy, easy. Du musst ja nicht. Auch wenn ich etwas verwundert bin. Aber du, hey, wenn du keinen Drink mehr haben willst, dann kannst du mir ja mit was anderem helfen. Ich habe eine Lieferung bekommen, die oben bei der Einfahrt nach Fort Pinta steht. Der Chauffeur hat wohl keinen Bock, runter zum Strand zu fahren. Kannst du sie nicht für mich holen? Abgefahren, Dina. Ja, und die Quest macht man am besten mit seinem Pferd.
Was jetzt? Was jetzt hier vorne steht? Denn ich habe von Fabi schon mitgeteilt bekommen, dass die Quest sonst wohl buggt. Und ich überlege, ob ich tatsächlich vielleicht nächste Woche Sonntag, also jetzt kommenden Sonntag, ob ich da... Was zur Hölle? Ob ich da vielleicht nochmal ein Pony-Leveln mache. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Hallo, Spirit. Bei der Brücke, hat er gesagt, ne? Hat er es nach Frau Pinter gefahren? Ah ja. Du hast die Waren abgestellt. Eigentlich habe ich sie aufgesammelt. Aber, oh, bin ich jetzt langsam. Warte mal, kann ich nicht, wenn ich einfach hier hinten den Weg runterreite? Hier, guck mal. Summerkiss kann mit ihrem Hintern balancieren wie kein zweites Pony hier. So, was damit auch zusammenhängt, dass hier kein Pony rumläuft. Ja, die Ponys sieht man sehr, sehr selten. Aber ich finde sie einfach auch total schnuffig und knuffig. Und, ja, ich muss ehrlich sagen, ich reite zwar die Ponys tatsächlich immer eher ungern, aber das ist eigentlich immer eher nur so für den ersten Moment. Wenn man sich dann erstmal dran gewöhnt hat, dass sie langsam sind, dann geht das eigentlich ganz gut. Oh, wie gut sie das macht. Feine kleine Maus. Konnte man hier nicht auch? Ist das hier auch ein anderer Shop? Ich weiß es nicht mehr. Oder ist der hier ganzjährig da? Anscheinend habe ich hier in diesem Shop schon alles gekauft, was es so gibt. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Aber gut. Ja, ich glaube, da waren die Sachen drin für die Disco, die wir hier aufbauen. Die Astrid ist auch schon fleißig am Basteln. So, zack, einfach mal hingeschmissen. Super, du hast sie gefunden. Echt abgefahren. Na dann fehlt nur noch der Dancefloor hier am Strand und dann geht die Party los. Ich hab's ja nicht so mit dem Tanzen, aber du solltest mich mal auf dem Surfboard sehen. Egal, ich bin cool und du bist cool und alles ist easy. Du kannst es sicher besser mit den Moves. Du schaust so aus, als ob du richtig Party machen kannst. Und du bist sicher auch super talentiert im Aufbauen von Sachen. Abgefahren, dann hilfst du mir den Dancefloor zu bauen. Hier, nimm den Hammer und den Schraubenzieher und leg los. Ich achte darauf, dass du alles richtig machst. Mein Rucksack ist schon wieder voll. Ich sollte vielleicht hier mal eben gucken, dass ich irgendwie noch eine Decke auf meinen Pony drauflege. Einfach, um ein bisschen Platz zu schaffen hier. So. Ich kann ja auch noch Sättel und sowas kann ich alles rausholen. So. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich Platz gehabt. Hier muss ich drauf loshammern. Dann wollen wir mal. Wo ist mein Mauszeiger? Da ist mein Mauszeiger. Und nochmal. Ups, ich hänge. No. Und. Ah, hier brauche ich jetzt den Schraubenzieher. Was zur Hölle? Erdbeben. Ich stecke jetzt ernsthaft hier drin fest. Ja, ich muss mich dann wohl mal gerade abholen lassen. Genial. Ich sehe gerade, dass ich schon ultra lange aufnehme. Dann mache ich, glaube ich, hier einfach mal einen Cut und mache einen zweiten Teil, wo wir uns dann am Strand wiedersehen. Dann bis zum zweiten Teil.